Die FDP-Fraktion, der Abgeordnete Alexander Muttmann. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Zwanziger hat ja schon noch mal nachgefragt, wie es die FDP mit diesem durchaus einfachen Antrag hält. Wir würden das heute nicht unterstützen wollen, wiewohl einzuräumen ist, dass man sich mit dieser Frage als Bestandteil eines Gesamtkonzeptes, um auch mal das Thema Flächensparen nicht nur immer anzubeten und zu propagieren, sondern auch mal zu soliden Umsetzungsschritten zu kommen, sicherlich auch dazu zu zählen ist oder dazu zu zählen wäre. Wir haben ja vor 2 Jahren auch mal ein Konzept zum Flächensparen vorgelegt, das durchaus auch konkret sich an mit Verpflichtungen, mit Appellen, jedenfalls mit auf die einzelne Kommune heruntergerechneten auch Vorgaben befasst hat. Das sind ja Dinge, die im Kern nach unserer Überzeugung wichtig sind, den Kommunen, den Trägern der Bauleitplanung deutlich zu machen, dass es vor allem auch in ihrer Verantwortung und ihrer Gestaltungsmacht liegt, auch nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben, wo die Planungsfreiheit, wo die Planungsverantwortlichkeiten liegen, da auch zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu kommen. Der jetzige Antrag, die Staatsregierung aufzufordern, im LEP die Ausweisung von Vorranggebieten im Regionalplan zu ermöglichen, sagt ja zunächst auch noch nicht, dass es und wo es denn gegebenenfalls der Fall wäre, sondern machen müssten es ja die regionalen Planungsverbände. Und neben den ohnehin bestehenden gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem § 35 Baugesetzbuch, die ja Außenbereichsflächen per se frei hält von gewerblicher Bebauung, von Wohnbebauung, es sei denn, es wird dann ein Bebauungsplan darüber gelegt und im Übrigen nur ganz wenige privilegierte Vorhaben dort zulässig sind, ist ja schon mal auch eine gesetzgeberische Konzeption und Lösung, die den landwirtschaftlichen Nutzung und Lebensmittelproduktion vorbehaltenen Flächen auch zu schonen und zu schützen. Und die Gemeinden müssen ja ohnehin auch im Rahmen ihrer Bauleitplanung mit Grund und Boden schonend umgehen. Das ist auch dem Gesetz schon zu entnehmen. Ich will darüber hinaus noch 2 Fragen aufwerfen, denen wir uns dann im Rahmen der Fortschreibung auch noch mal näher zuwenden sollten. Das ist einmal die Frage der Effizienz einer solchen Möglichkeit. Frau Kollegin Karl hat ja schon gerade darauf hingewiesen. Und nach meiner praktischen Beobachtung und Erfahrung ist die Bereitschaft der regionalen Planungsverbände und der dortigen Träger, einzelnen Gemeinden mal auch weh zu tun und auch eine Vorstellung aus überregionalen Überlegungen durchzusetzen, wenn der zuständige Bürgermeister, wenn die zuständige Bürgermeisterin sagt, da haben wir aber anderes vor, lasst ihr die Finger davon. Das ist schon auch praktisch gelebte Regionalplanung und selbst wenn man da so eine Option einräumt, allein damit ist das, glaube ich, immer noch ein stumpfes Schwert und ganz praktisch nur noch ein Hinweis, der auch noch gelöst werden muss, ist, wenn es denn eine solche Vorrangfläche, ein Vorranggebiet für landwirtschaftliche Nutzung geben sollte, wie ist es dann beispielsweise mit PV-Freiflächenanlagen? Gehen die da dann noch oder gehen die da nicht mehr? Das sind Dinge, die, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt ich ebenfalls hier und heute nicht beantworten kann. Das sind aber spannende Fragen, das sind uns auch wichtige Themen. Deswegen bitte um Verständnis, dass wir hier und heute noch nicht zustimmen. Aber wenn Sie noch ein bisschen arbeiten und das eingebettet ist in ein Gesamtkonzept, können wir gerne noch mal drüber reden. Für heute herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann schließe ich hiermit die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung empfiehlt die Ablehnung des Antrags. Es ist ja namentlich